Wir sollten uns überlegen, wie wir diesen Nazarener wieder loswerden. Die Menschen hören nicht mehr auf uns, nur auf ihn. Wir müssen dagegen was unternehmen. Ich denke, das wird ganz böse enden. Was für eine Stadt ist das dort? Jerusalem. Der Meister hat gesagt, dass wir nach Jerusalem gehen. Zachäus und Simon, geht in das Dorf, das vorausliegt. Hey, was macht ihr denn da? Warum bindet ihr die Eselin los? Habt ihr sie etwa festgebunden? Der Herr braucht die Esel. Aber er wird sie zurückgeben. Ach so. Ja, dann geht. Hosianna! Hosianna! Hosianna, dem Sohn Davids. Gesegnet ist der, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna, Hosianna. Was ist denn hier los? Wer ist denn das? Er ist ein Prophet, Jesus von Nazareth. Hosianna, dem König, Hosianna. Siehst du, alles so, wie es in der Prophezeiung geschrieben ist. Hier kommt dein König zu dir, sanft und auf einem Esel. Wir haben von diesem Propheten gehört. Und er heilt alle Kranken. Ich habe gehört, dass er 5000 Menschen zu essen gegeben hat. Ja, und wie viele Wunder er noch vollbracht hat. Er erweckt sogar Tote zum Leben? Jesus, verbiete deinen Jüngern, so zu sprechen. Ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Unerhört, was sagt er da? Wir müssen dagegen was unternehmen. Die Menschen hören nicht mehr auf uns, nur auf ihn. Ich denke, das wird ganz böse enden. Wir sollten uns überlegen, wie wir diesen Nazarener wieder loswerden. David! Hosianna! Hosianna! Hosianna!